Über 20 Millionen Mal wurde dieses Auto gebaut. Kein anderes war jemals erfolgreicher. Der Volkswagen ist das Symbol für Deutschlands Aufstieg. Für das Wirtschaftswunder nach dem verlorenen Krieg. Die Sehnsucht nach dem eigenen Fahrzeug. Mit dem Käfer erfüllte sie sich für Millionen Deutsche zum ersten Mal. Ein Traum mit Vorgeschichte. Berlin, 20. April 1938. Eine Geburtstagsfeier. Der Konstrukteur Ferdinand Porsche hat ein Geschenk mitgebracht. Das Modell eines Volkswagen. Als Dank an den Mann, der Porsches Traum vom Volk auf Rädern seit Jahren unterstützt hat. Als Dank für Adolf Hitler. Wenn ich an Ferdinand Porsche denke, dann ist er in meinen Augen der wichtigste Automobilkonstrukteur des 20. Jahrhunderts gewesen. Und sehr früh hatte er den Traum vom Volkswagen. Den Traum konnte er als des Teufels Konstrukteur verwirklichen. Ferdinand Porsche wird 1875 im böhmischen Maffersdorf geboren. Der Vater Spenglermeister. Der Sohn hat ein Vorbild, Edison. Ferdinand will sein Elternhaus elektrifizieren. Im Keller bastelt er an einem Kraftwerk, trotz Verbot durch den Vater. Der Junge macht heimlich weiter. Sein erster Sieg. Er darf nach Wien. Um 1900 Anziehungspunkt für Menschen, die etwas werden wollen. Eine Zeit des technischen Aufbruchs. Die ersten Automobile sind unterwegs. Porsche konstruiert Autos. Die Kenntnisse hat er sich selbst beigebracht. Karl Hahn war 11 Jahre lang Chef des Volkswagen-Konzerns. Ferdinand Porsche kannte er schon in seiner Kindheit. Er hatte Ideen wie kein Zweiter. Also er hatte eine sensationelle Ingenieurbegabung, aber nicht im engeren Sinne, sondern eben im Sinne, sehr, sehr weit nach vorn zu sehen und die Dinge immer wieder neu zu komponieren. Das erste Auto Ferdinand Porsches, der Lohner Porsche, ist das fortschrittlichste Auto der Zeit. Ein Elektromobil, 50 Stundenkilometer schnell. Auf der Pariser Weltausstellung 1900 mit einer Goldmedaille ausgezeichnet. Mit seinem Auto gewinnt Porsche Rennen und fährt den Thronfolger Franz Ferdinand. In der Stadt des Aufsteigers lebt auch ein Verlierer. Die Hinterhöfe von Wien sind die Welt des Adolf Hitler. Ein Ansichtskartenmaler, der bei der Aufnahmeprüfung zur Kunstakademie durchgefallen ist. Brigitte Hamann schrieb ein Buch über Hitlers Wiener Jahre. Auch wenn Hitler sehr viel jünger war als Porsche, so kann man doch ganz klar sagen, er war genau das Gegenteil von ihm. Er war nicht tüchtig, er wusste nicht, was er werden will. Er hatte keine großartigen Interessen, die auch für seine Zukunft wichtig sein könnten. Das einzige Interesse war die Wiener Oper, das schon, und Wagnermusik. Ferdinand Porsche ist mit 31 Direktor von Austro Daimler. Mit Ehefrau Luise hat er zwei Kinder. Er konstruiert den Motor für die Ettrich-Taube, Österreichs erstes Flugzeug. Menschenmassen kommen zur Flugschau nach Wiener Neustadt. Auch Hitler soll dabei gewesen sein, als Zaungast. Kaiser Franz Josef lädt Porsche nach der Vorführung zur Privataudienz. Diese Flugschau und überhaupt die Begegnung mit der Technik vor dem Ersten Weltkrieg hat in Hitler doch eine unglaublich große Achtung vor Technikern
ausgelöst. Er war nicht ein Mann, der selber experimentiert hätte. Das hat er ja nicht gekonnt. Das hat er auch gar nicht versucht. Da war er zu patschert, wie man in Wien sagt. Aber er hatte diese Hochachtung und dieses Gefühl, das sind tüchtige Leute. Der Erste Weltkrieg. Ein technischer Krieg. Eine Herausforderung an tüchtige Leute wie Porsche. Die ersten Filmbilder. Der Mann mit dem Hut demonstriert seine Artillerie-Zugwagen. Der Konstrukteur macht die Armee seiner Heimat mobil. Auf dem Schlachtfeld kämpft ein unbekannter Meldegänger. Der gefreite Hitler. An Porsches Zugmaschinen wird er sich erinnern. Später. 1921. Wer denkt noch daran, ein Auto zu kaufen? Porsche erkennt die Zeichen der Zeit. Der Sascha-Wagen, der erste Kleinwagen. So einfach, dass viele ihn sich leisten könnten. Ein Vorläufer des Volkswagen. Austro-Daimler ist das Risiko zu groß und feuert den Direktor. Amerika hat es besser. Ende der 20er Jahre gibt es knapp 30 Millionen Autos in den USA. Eines auf vier Einwohner. In Deutschland kommt ein Auto auf 140 Einwohner. Autofahren ist ein Privileg der Reichen. Und eines anderen, der jetzt nach oben will. Hitler liebte die vornehmsten Autos, die es damals in Deutschland gab, und das war Mercedes. Und er hat nach seiner Haft in Landsberg wollte seine Mäzenin, also Helene Bechstein, die Frau des Klavierfabrikanten, wollte ihrem Adolf etwas Gutes tun und hat ihm bei der Entlassung einen großen Mercedes hingestellt. Aber natürlich mit Chauffeur, denn Hitler konnte ja nicht chauffieren, er hatte ja auch nie einen Führerschein. Das Auto, so wird Hitler später sagen, sei ihm ein unentbehrliches Hilfsmittel gewesen auf seinem Weg zur Machtergreifung. Die Kompressorwagen konstruiert Porsche, technischer Direktor von Mercedes-Benz. In Stuttgart bewohnt er diese Villa. Er hat Visionen. Die Mercedes-Bosse wollen Geld verdienen. Es kommt zu Konflikten. Porsche wird wieder entlassen. Der Techniker gründet ein Konstruktionsbüro in Stuttgart. Mitten in der Weltwirtschaftskrise kämpft er um Aufträge. Als Lohn für die wenigen Mitarbeiter gibt es oft nur Unterkunft und Verpflegung. Schwere Jahre. Sie bringen den Führer der braunen Kolonnen in die Reichskanzlei. 30. Januar 1933. Der Autofreund ohne Führerschein will die Massenmotorisierung. Jetzt hat er die Macht dazu. Zwei Wochen später, internationale Automobilausstellung in Berlin. Hitlers Eröffnungsrede wird im Radio übertragen. Danken möchte ich aber dann weiter den unzähligen deutschen Konstrukteuren und Technikern, deren Genialität diese Wunderwerke menschlicher Erfindung schafft. Es ist traurig, dass unser Volk diese namenlosen Männer kaum jemals kennenlernt. Porsche schickt noch am gleichen Tag zwei Glückwunschtelegramme an den Reichskanzler. Und er wirbt für seine Rennwagenfirma. Aus der Eröffnungsrede entnehmen wir beglückt denselben Willen, der uns beseelt. Wir geben der Hoffnung Ausdruck, bei unseren Bestrebungen, Euer Exzellenz Beachtung und Förderung teilhaftig zu werden. Porsche verspricht dem neuen Regime Rennerfolge. Denn Autorennen sind die Massenspektakel der Zeit. Am Nürburgring, auf der Avus, in Silverstone oder Indianapolis. Hitler reagiert. Im März 1933 empfängt er den Autotechniker, verspricht ihm Unterstützung für seine Rennautos.
Für die Autounion entwirft Porsche den Silberpfeil, den ersten Rennwagen mit Heckmotor. »295 PS als Hoffnungsträger für die neuen Machthaber. Er verspricht Triumphe, abseits der Politik. Als Nachwuchsfahrer gehörte Paul Pietsch zum Rennstall Porsches. Der Rennsport wurde damals sehr stark gefördert von Regierungsseite her. Und die Autounion und auch Mercedes haben erhebliche Zuschüsse bekommen, um diese Rennwagen zu machen. Denn die ganze Rennfahrerei und so weiter wurde dann bei den Nationalsozialisten als reine Propagandamaschine benutzt. Nürburgring 1934. Großer Preis von Deutschland. Am Start Hans Stuck, der Star im Porsches Team. Feuertaufe für den Silberpfeil. Stuck gelingt der erste Sieg für die Autounion im Wettkampf mit Mercedes. Porsche hat bewiesen, wozu er in der Lage ist. Konstrukteur und Fahrer wissen, wem sie für den Sieg zu danken haben. Also ich freue mich ganz besonders, dass wir zum großen Preis von Deutschland einen deutschen Sieg auf deutschem Fahrzeug mit deutschem Fahrer ringen konnten. Das Werk und die Unterstützung unseres Führers, das ich hiermit bedanke. Heil unserem Führer! Die Rennsportelite fasziniert die Massen. Porsche will diese Massen motorisieren. Mit einem billigen und trotzdem vollwertigen Auto. Sein Exposé für einen deutschen Volkswagen schickt er an Hitler. Berlin Hotel Kaiserhof, Anfang April 1934. Der Diktator empfängt den Konstrukteur in der Hotelhalle. Hitler solle der Erfahrung seines Büros vertrauen und ihm den Konstruktionsauftrag erteilen. In einem Jahr, verspricht Porsche, werde er den Prototypen präsentieren. Für 990 Reichsmark, so wie es Hitler verlangt. Ich kenne die Forderung, auf die er sich mit Hitler aufgrund dieses Exposés wohl geeinigt hatte. Nämlich, dass er ein Fahrzeug haben wollte, zu entwickeln hatte, das 4 Personen befördert, das 100 Stundenkilometer schnell ist, das 650 ursprünglich einmal Kilo wiegen sollte, das einen Verbrauch haben durfte von, ich glaube, 7 Liter Benzin. Das waren so die Rahmenbedingungen. Es bleibt streng geheim, was in der Garage von Porsches Villa am Feuerbacher Weg in Stuttgart entsteht. Das neue Auto soll ein Gesamtprojekt der deutschen Autoindustrie werden. Nur 10 Monate haben Porsche und sein kleines Team Zeit, ein fertiges Versuchsfahrzeug zu präsentieren. Doch hinter den Kulissen behindern Porsches Auftraggeber, die Bosse der Autowerke, das Projekt. Sie fürchten die Konkurrenz, die da im Entstehen ist. In Berichten an Hitler machen sie Porsche madig. Mit ihm als Konstrukteur werde man nicht weiterkommen. Der Wagen sei nicht brauchbar. Doch der Volkswagen ist ein Propagandaprojekt des Regimes, wie der Bau der Autobahnen. Die Straßen des Führers, so hat der Diktator versprochen, sollen sich schon bald mit motorisierten Volksgenossen füllen. Von den Bedenken der Bosse will Hitler nichts wissen. Ich freue mich, dass es der Fähigkeit eines glänzenden Konstrukteurs und der Mitarbeit seines Stabes gelungen ist, die Vorentwürfe für den deutschen Volkswagen fertigzustellen, um die ersten Exemplare ab Mitte dieses Jahres endlich erproben zu können. Sie werden dann verstehen, weshalb ich mit rücksichtsloser Entschlossenheit die Vorarbeiten für die Schaffung des deutschen Volkswagens durchführen lasse und zum Abschluss bringen will, und zwar, meine Herren, zum erfolgreichen Abschluss. Die Autobosse haben verstanden,
und geben Porsche das Geld, um weiterzumachen. Die ersten Volkswagen verlassen die Garage. Porsches Zeitplan steht nur noch auf dem Papier. Er kämpft mit Verzögerungen. Um Hitlers Vorgaben einzuhalten, übt der Konstrukteur massiven Druck aus auf die Zulieferer, droht ihnen mit Verordnungen des Diktators. Winter 35/36. Probefahrten. Das Fahrzeug ist noch längst nicht ausgereift. Der Motor steckt in der Entwicklungsphase. Aus Hitlers Umgebung muss der Konstrukteur hören, dass die Situation brenzlig werde. Doch Porsches Stern leuchtet weiter. Dank seiner Rennwagen und dank seines besten Fahrers. Bernd Rosemeyer, der Schumi der 30er Jahre. 1936 ist sein Jahr, das Jahr des schönen Scheins. Ein Rennfahrer wird zum nationalen Mythos. Wahrhaft, auf allen Rennbahnen der Erde liegen die Meisterfahrer von Mercedes-Benz und Auto Union an der Spitze. Sie sind heute nicht mehr zu schlagen. Von den bis jetzt 17 internationalen Rennen, 15 erste und 15 zweite Plätze an Deutschland. Eine unerhörte Leistung. Wir rannten in die Wochenschau, so oft wir konnten, um dort diese Dinge zu sehen. Wir sahen die Rennfilme. Die Rennfahrer Bernd Rosemeyer mit seiner Frau Elli Beinhorn, jung Fliegerin, Pionierin auch in ihrer Art. Rosemeyer ein unerhört sympathischer, sportlicher Mensch. Die Namen natürlich, die faszinierten nicht nur die Jugend, sondern die faszinierten ganz Europa. Abseits der Schlagzeilen Juli 36. Zwei Volkswagen verlassen Porsches Grundstück in Stuttgart. Ihr Ziel? Der Obersalzberg. Vorführwagen für Hitler. Er soll begeistert gewesen sein. Im Herbst kann der Großversuch beginnen. Die Bedenken der Wirtschaft zählen nicht mehr. Ökonomische Regeln setzt Hitler außer Kraft. Das 990-Mark-Auto wird gebaut, koste es, was es wolle. Hitler denkt an eine eigene Fabrik. Porsche hat dann auch von vornherein diese Richtung mitgemacht, weil er endlich mal eine Chance sah, eine Automobilfabrik zu führen, technisch zu beeinflussen, in der er sich nicht mit Aufsichtsräten und irgendwelchen anderen herumzuärgern haben würde, sondern da waren seine politischen Verbindungen natürlich erstklassig. Und dementsprechend hat er sich dann ganz fanatisch dieser Aufgabe gewidmet. Des Teufels Konstrukteur ist von jetzt an Manager. Denn er wird Hitlers Auto bauen. Ich zweifle nicht, dass es der Genialität des damit betrauten Konstrukteurs gelingen wird, die Anschaffungs-, Betriebs- und Erhaltungskosten dieses Wagens in ein tragbares Verhältnis zum Einkommen dieser breiten Masse unseres Volkes zu bringen. Wie wir dies in Amerika in einem so glanzvollen Beispiel bereits als gelöst sehen können. Amerika als Hitlers Vorbild in Autofragen. Porsche reist zweimal über den Atlantik, um zu erfahren, wie es gemacht wird. Detroit, River Rouge. Das größte Autowerk der Welt. Jahresproduktion 500.000 Autos. 2000 pro Tag. Der Chef heißt Henry Ford. Der Autokönig ist damals noch ein Bewunderer Hitlers. Und empfängt den Konstrukteur aus Stuttgart. Porsche darf 20 deutschstämmige Spezialisten ins Reich zurückholen. Sie werden zum Rückgrat des Volkswagen-Projekts. Amerikanisches Know-how hinter der Fassade der Volksgemeinschaft. Am Mittellandkanal bei Fallersleben entsteht Deutschlands größte Fabrik. Nach Ansicht der Planer ist die Gegend unerreichbar für feindliche Bomberflotten. Porsche selbst inspiziert die ersten Bauarbeiten.
Er ist jetzt der Boss. Sein Werk baut die Deutsche Arbeitsfront, Hitlers Zwangsgewerkschaft, mit gestohlenem Geld. Wie kaum ein anderer kennt Professor Hans Mommsen die Vorgeschichte des Volkswagenwerks. Das Geld ist ja bekanntlich beschlagnahmt worden 1933 rechtswidrig. Ob man nun das Wort klauen für diese systematische Enteignung des Vermögens der deutschen Linken und der deutschen Gewerkschaften gebrauchen will oder nicht, ändert an dem Sachverhalt nicht viel. Aus den Streikkassen und Gewerkschaftshäusern der Linken wird die Vorzeigefabrik der Nazis. 500.000 Autos für die kleinen Leute sollen in diesem Werk jährlich vom Band rollen. Goebbels notiert in sein Tagebuch: Da schaffen wir eine große Sache, die dem Führer Freude machen wird. 26. Mai 1938. Grundsteinlegung in Fallersleben. 50.000 Menschen sehen zum ersten Mal den Volkswagen. Damit möchte ich zur Grundsteinlegung eines Werkes schreiten, von dem ich überzeugt bin, dass es ein Symbol der nationalsozialistischen deutschen Volksgemeinschaft sein wird. Porsche ist am Ziel. Auf dem Rücksitz von Hitlers VW wird er zum Chef von Hitlers Traumfabrik. Auf einmal kommt dieser Magier und bringt dort dem Volk einen neuen Traum und stellte sogar den in Blech sehr bald dem Volk vor und ließ das Volk schon anzahlen und ließ eine Fabrik bauen und all die glaubwürdigen Elemente. Und dann hatte Porsche natürlich durch die Rennsiege auch in der breiten Masse das Renommee, dass daraus etwas werden würde. Mein Führer, Reichsparteitag 38. Hitler ehrt seinen Erfinder. Der Führer verleiht den Deutschen Nationalpreis 1938 an den Konstrukteur Dr. Ferdinand Porsche. Hitler hatte einen Narren an Porsche gefressen. Er hielt ihn halt einfach für einen genialen Konstrukteur und wäre auch nie in seinem Leben davon abzubringen gewesen. Also Sie könnten sagen, zwei Menschen, die ausgeprägt waren durch manisches Verhalten, fanden sich in dieser Beziehung. September 38. Die Fabrikhallen in Fallersleben sind eine Baustelle. Was die Arbeiter nicht wissen: Ein Jahr vor Kriegsbeginn einigen sich Porsche und das Reichsluftfahrtministerium auf den Einsatz des VW-Werks im Kriegsfall. Als Flugzeugwerk. Porsche wird Wehrwirtschaftsführer. Die Propagandamaschine des Regimes aber stimmt das Volk auf ein Autozeitalter ein. KDF, Kraft durch Freudewagen, heißt der Volkswagen jetzt. Das Statussymbol des Regimes. Der Slogan: 5 Mark die Woche musst du sparen, willst du im eigenen Wagen fahren. Bis September 1939 gewinnen die Funktionäre der NS-Zwangsgewerkschaft fast 300.000 Sparer. Eine Autopsychose stellt selbst der illegale Widerstand der Sozialdemokraten fest. 6 KDF-Wagen kamen zur Besichtigung nach Berlin. Jeder Arbeiter und Angestellte, vor allem die Besitzer von Sparkarten, konnten ihren Wagen genau auf Herz und Nieren untersuchen. Und die Prüfung fiel, wie nicht anders zu erwarten, erstklassig aus. Überall wurde das großartige Erzeugnis des Volkswagenwerkes vorbehaltlos bewundert. Robert Hartmann gehörte zu den ersten Lehrlingen im VW-Werk. Alle die Kollegen, die da mitgearbeitet haben, die haben alle gesagt: Mensch, unser Käfer war ja damals in mehreren Modellen. Also so genau wie heute, das mit Zusätzen, mit besserer Ausstattung. Und dann hat man immer gesagt, mir genügte schon die einfache Ausstattung. Da wäre ich schon froh, wenn ich den hätte. Bereits im kommenden Jahre werden unsere KDF-Wagen mit glücklichen Menschen über die Autobahnen rollen. Nunmehr kann der KDF-Wagen gemäß dem Willen des Führers
der Freude des deutschen Volkes dienen. Nach dem Willen Hitlers rollen die Panzer. 1. September 39. Überfall auf Polen. Es ist Krieg. Kein einziges KDF-Auto ist bisher vom Band gelaufen. Porsches riesiges Werk ist ein Torso. Es fehlen Maschinen, Rohmaterial, Arbeiter. Die ersten Dinge, die in dieser riesigen Fabrik gebaut worden sind auf dem Rüstungssektor, waren aus Holz Abwurfbehälter für Zusatztanks für Flugzeuge. Also lächerliche Produkte, die mit dieser ganzen Geschichte nichts zu tun hatten. Wir fertigten in Wolfsburg Öfen für die Ostfront. Also nicht gerade, was man als eine Kriegswaffe bezeichnen würde. Der Kübelwagen, ein Versuchsfahrzeug. Porsches Militärversion des Volkswagen, schon Jahre vor dem Krieg entwickelt. Erst als den Autos der Wehrmacht vor Moskau die Kühler einfrieren, erkennen die Generäle den Vorteil des luftgekühlten Motors. Im dritten Kriegsjahr beginnt die Massenfertigung. Porsche erhält das Monopol für den Pkw-Bau im Krieg. Hitler ist auch von diesem neuen Volkswagen begeistert. In der Reichskanzlei ehrt der Diktator seine Rüstungsmanager. Zu Pionieren der Arbeit wurden ernannt der Schöpfer der in vielen Einsätzen hervorragend bewährten Heinkel-Flugzeuge, Professor Dr. Ernst Heinkel, und Professor Dr. Ferdinand Porsche, der Konstrukteur des in der Kälte des Ostens wie in der Hitze Afrikas besonders bewährten Volkswagens. Himmler, ein weiterer Förderer Porsches. Der Reichsführer SS setzt auf den Schwimmwagen, unterstützt die Entwicklung mit Geld und Personal. Die Waffen-SS erhält 4000 Fahrzeuge von Porsche zu Vorzugskonditionen. Himmler ernennt Porsche zum Oberführer der SS. Es ist auffallend, dass er in den Fotos, die man kennt mit dem Dritten Reich, ohne eine einzige Ausnahme, immer in Zivil war. Möglichst mit den Händen in der Tasche und seinem Hut auf dem Kopf. Er war zweifellos politisch nicht interessiert, sondern er war fanatisch für sein Produkt. Wo aber verläuft in diesem Krieg die Trennungslinie zwischen Porsches Produkten und seiner Verstrickung in Hitlers Politik? Ein Beispiel. Mitten im Krieg plant Porsche den Bau einer Alugießerei. Der Manager braucht Arbeitskräfte. Er wendet sich an Hitler und der befiehlt: Ich genehmige den Vorschlag des Parteigenossen Professor Dr. Porsche, Fertigstellung, Ausbau und Betrieb dieser Gießerei dem Reichsführer SS zu übertragen, der dafür unverzüglich Arbeitskräfte aus den Konzentrationslagern stellt. Nach Fertigstellung dieser Hallen werden die 3000 jüdischen KZ-Häftlinge wieder zurückgeschickt. In die Vernichtungslager. Andere kommen. Aus dem Osten. Zwangsarbeiter. Fremdländische werden sie genannt. Bald stellen sie zwei Drittel der Volkswagen-Belegschaft. Opfer von Himmlers Menschenjagd, rekrutiert mit massiver Gewalt. Manche in der Heimat vom Arbeitsplatz weg in die Waggons gesperrt. Auf sie warten ein 11-stündiger Arbeitstag, häufige Prügel, willkürliche Bestrafungen. Ich kann Ihnen sagen, dass etwas Geld ausgezahlt wurde, sodass ich für einen Monat Arbeit etwa 2 Kilo Brot davon kaufen konnte. Das habe ich eingeteilt. Man konnte es ins Lager mitnehmen. Das war der gesamte Lohn. 2 Kilo Brot für einen Monat. Was wusste Porsche? Einmal soll er direkt bei Hitler den Hungertod der sowjetischen Kriegsgefangenen seiner Arbeitskräfte beklagt haben. Geändert hat das nichts. Die Rationen wurden ja bei VW, man bekam, wenn man Pole war, weniger zu essen, als wenn man Holländer war. Dann bekam man, glaube ich, am meisten zu essen. Man hatte also Verpflegung je nach Nationalität und Rasse. Also das zeigt schon von der
bestialischen Denkweise, in die sich dieses Regime inzwischen hineingetrieben hatte. Sonntagskonzert, Sommer 1943. Propagandabilder des Werksfotografen. Sie sollen den Terror verdecken, den die Bewacher von Werkschutz und SS im Wolfsburger Werk verbreiten. Trotz des Verbots kommt es zu Liebesbeziehungen in den Lagern. Einige Frauen werden schwanger. Ich hatte einen Kollegen, der zusammen mit einer Polin wie ein Ehepaar lebte. Sie wollten heiraten, aber das war zu dieser Zeit verboten. Während des Krieges durfte ein Pole keine eheliche Verbindung eingehen. Und die beiden hatten auch ein Kind. Ein früherer Bahndamm, eine bröckelnde Brücke, ein paar Grenzsteine. Das ist alles, was vom VW-Kinderlager Rühen übrig blieb. Hier kamen die Kinder der Zwangsarbeiterinnen zur Welt. Gleich nach der Geburt mussten die Mütter wieder ins Werk. Ihre Kinder blieben zurück, unterernährt, medizinisch kaum versorgt, in Baracken voller Ungeziefer. Sie haben sich so über ihr Kind gefreut, dass sie jeden Sonntag nach Rühen gefahren sind. Da durften sie hinfahren. Das war in der Nähe von Wolfsburg und haben dieses Kind besucht. Sie haben sich so über das Kind gefreut, dass sie durch dieses Kind gelebt haben. Und dieses Kind ist gerade mal 5 Monate alt, als der Kollege von dort niedergeschmettert zurückkam und mir sagte, Julek, unser Kind, lebt nicht mehr. So gut wie kein Kind hat das Lager Rühen überlebt. Christina wurde 2 Monate alt. Danascha 5 Jahre. Therese 7 Monate. Abel 2 Monate. Porsche wollte von den Verantwortlichen in Rühen eine Erklärung für das Sterben, soll Maßnahmen verlangt haben. Geändert hat es nichts. Hitlers Manager will konstruieren, auch Panzer. Schon im Dezember 39 entwirft er einen Leopard. Am Tag vor dem Überfall auf Russland wird Ferdinand Porsche Chef der Panzerkommission. Hitler schickt Porsche an die Front. Nur Hans Bauer, Hitlers persönlicher Pilot, darf den Konstrukteur fliegen. Generäle habe ich genug, da kann mal einer abstürzen. Porsche habe ich aber nur einen, soll Hitler gesagt haben. Porsche ist fasziniert vom russischen Beutepanzer T-34. Er will ihn nachbauen lassen. Doch die Entscheidungen fällt ein anderer. Hitler preist vor seinen Generälen Porsche als das größte technische Genie, das Deutschland heute hat. Auch die Kriegspropaganda wirbt mit Porsche. Der Führer bei der Besichtigung neuer Waffen. Vorn Professor Porsche, der Konstrukteur des neuen Panzers. So überwacht der Führer Entwicklung und Fertigung aller Waffen der deutschen Wehrmacht. Probefahrt des Porsche Tiger. Doch Porsches Konstruktion ist zu störanfällig, stellt sich hier heraus. Er wird umgebaut zu einem Panzerjäger, dem Ferdinand. Ulrich Geuder war als Techniker für den Ferdinand zuständig. Ich war stolz, ne? auf den Panzer, wirklich, weil er war ein schöner Panzer, war gut, ne? Ich habe Versuchsfahrten gemacht, ne? Und da habe ich ab und zu unterwegs mal Dr. Porsche vorbeigefahren, ne? Dann hat er raufgerufen, wie sieht's aus mit dem Panzer, ne? Ich sage, alles gut, er fährt gut, jedes Kind kann den fahren. Operation Zitadelle, Juni 43. Hitler hat die Offensive wochenlang verschoben, bis Porsches Ferdinand endlich an der Front war. Doch der Panzer ist ein Flop. Also der Kompanie, wo ich war, oder die Abteilung 654, da sind 2/3 sind verloren gegangen. Ne? Aber alles durch Artillerieeinwirkung.
Jetzt will Hitler von Porsche eine Wunderwaffe auf Ketten. Tarnname Maus. Die rollende Festung. Als Spielzeugmodell. Natürlich, mein Führer, können wir solche Panzer bauen, erklärt Porsche. Und es wird gebaut. Hinrich Schröder war bei der Erprobung dabei. Wie wir diese Maus zum ersten Mal gesehen haben, ich persönlich und so weiter, ich sage ganz ehrlich, ich war erschrocken und erstaunt. Ich sage, so etwas gibt es doch nicht. Wenn sie den Motor gehört haben, da haben sie gedacht, die Welt geht unter. So hat das geheult und gestoben, dann der Krach und das Zittern vom Erdboden und so, wenn die gefahren sind, das kann man sich gar nicht vorstellen. Porsche denkt an alle Details. Doch beim Bahntransport passt der größte Panzer aller Zeiten durch keinen Tunnel. Kein einziges Mal kommt die Maus an der Front zum Einsatz. Und da drückt sich so etwas sein Charakter aus, denn seine Panzerentwicklung Maus, die dann auf 150 Tonnen kam, war ja ein ganzes Schlachtschiff, was sich über das Schlachtfeld bewegen sollte. Und es ist wohl mal zwei Prototypen gebaut worden. Und hier gab es etwas so ein außer Kontrolle kommendes Genie. Ende 1943 wird Porsche als Leiter der Panzerkommission abgesetzt. Er hätte hier aufhören können. Er ist fast 70. Und die Katastrophe zeichnet sich ab. Doch er kann und will nicht aufhören. Die Porsche-Hütte. Ein paar Minuten entfernt vom VW-Werk. Einmal die Woche tagt hier das Management. Porsche will sein Werk auslasten, um jeden Preis. Volkswagen soll das stärken für die Zeit nach dem Endsieg. Schon hat Porsches Mannschaft ein neues Projekt im Visier. Die V1, die sogenannte Vergeltungswaffe. Porsche hat sie nicht entwickelt, aber er will sie produzieren. Ein Großauftrag für das VW-Werk. Glaubt der alte Herr, mit dieser fliegenden Bombe seinem Führer doch noch zum Sieg zu verhelfen, mit allen Mitteln? Die Antwort ist wahrscheinlich die, dass Porsche ebenfalls zu denen gehörte, die gar nicht daran zweifelten, dass man bis zum Letzten durchhalten würde. Und dass er offenbar nicht hinreichend realisiert hat, dass das alles ein aussichtsloses Unternehmen war. Thiesselee in Lothringen. In diesem Stollen soll die Geheimwaffe gebaut werden. Bevor die Feinde das Werk in Fallersleben zusammenhauen, wie Porsche sagt. Arbeitskräfte? Porsche weiß, woher er sie bekommt. Er hat die richtigen Verbindungen. Er wendet sich an SS-Chef Himmler persönlich. 7. März 1944, Besprechung im Luftfahrtministerium. Generalfeldmarschall Milch leitet die Sitzung. Alle Aussagen werden protokolliert. Auch die von Porsche. Wir wollen die ganze Höhle mit KZ-Häftlingen belegen. 3500 sind uns zugesagt für die Einrichtung und Fabrikation. Ich will noch, dass wir zusätzliche KZ-Leute für den Ausbau bekommen. Die bekomme ich beim Reichsführer SS. Aus Auschwitz, der Todesfabrik. Im Frühsommer 1944 treffen hier die Juden aus Ungarn ein. Die letzten Opfer in Hitlers Machtbereich. Und es kommt Arthur Schmiele. Mein Vater war Betriebsingenieur im VW-Werk. Und 1944 im Mai bekam er zwei Sonderaufgaben. Er sollte im Auftrag von Porsche persönlich nach Auschwitz reisen und dort die frisch eingetroffenen ungarischen Juden für das VW-Werk als Zwangsarbeiter anwerben. Und als er dann dort ankam, ließ er sie in Reihen antreten und führte mit ihnen kleine Prüfungen durch. Zum Beispiel ließ er sie kleine Rechenaufgaben ausführen und er fragte sie, ob sie mit dem Rechenschieber umgehen können und Ähnliches. Und wer sich da positiv äußerte, wer also Erfahrung in Konstruktion und Technik hatte, den hat er dann mitgenommen. Die er nicht ausgewählt hatte, die sind vergast worden.
Fast alle der 800 Fachkräfte für die V1-Produktion haben den Krieg überlebt. Die Waffe, deren Produktion ihnen das Leben rettet, wird viele tausendmal auf England fallen. Zehntausende werden unter den Trümmern begraben. Porsche. Ein naives Genie, das nur seine Ideen verwirklichen wollte? Er ist auf Hitler zugegangen. Er hat sich ihm angeboten. Ein unpolitischer Techniker? Also er war ja doch in der Nähe der Macht. Ja? Aber dass wir nun auch in der Nähe der Macht im Dritten Reich die Eigenschaft haben, die verbrecherische Wirklichkeit, auch die militärische Wirklichkeit zu verdrängen, steht auf einem anderen Blatt. Und insofern ist die Frage eben nicht zu beantworten. Er wusste alles oder nichts. Er konnte wissen, aber es hat ihn wohl nicht interessiert. Fragen nach Recht und Unrecht, Moral und Unmoral jenseits des Privaten hat sich Porsche nie gestellt. Wie so viele Technokraten seiner Generation. Er resigniert, nachdem zwei Drittel des Volkswagenwerks im Sommer 44 in Trümmer fallen. Porsche zieht sich zurück, nach Österreich, in seine heile Welt. Hier wird er weiterzeichnen, als wäre nie etwas gewesen. Der Krieg ist aus. Porsche ist Gefangener der französischen Sieger, fast zwei Jahre lang. Vor ein Gericht wird er nie gestellt. Nie wird Porsche ein Wort des Bedauerns äußern. Zur Verstrickung in Hitlers System gibt es von ihm nur einen Satz. Wer kann sagen, er ist nicht dabei gewesen? In Wolfsburg nehmen die Briten gleich nach Kriegsende die Produktion des Käfers auf. Sie brauchen einen Dienstwagen für die Besatzungsmacht. Dann dürfen auch Deutsche Porsches Auto kaufen. Als der 50.000. Käfer vom Band läuft, wird der Konstrukteur nicht eingeladen. Auch ein Jahr später nicht. Zehn Jahre nach Kriegsende ist der Käfer den Schatten der Vergangenheit davongefahren. 5. August 1955. 1 Million Volkswagen. Ferdinand Porsche hat den Triumph seines Autos nicht mehr erlebt. In Österreich hat er noch Sportwagen konstruiert. Dieses VW-Sondermodell wurde schon vor dem Krieg gebaut. Jetzt wird es der Anfang einer neuen Geschichte, die seinen Namen trägt. Mit dem 356er Sportwagen beginnt der Aufstieg einer Firma, die sein Sohn Ferry leiten wird. Die letzten Bilder. Ferdinand Porsche stirbt am 30. Januar 1951 im Alter von 76 Jahren. Das Ausmaß der Einschüchterung, das die Mongolen unter ihren Feinden verbreiteten, zeigte sich lange bevor ihre Pferde den Staub aufwirbelten. Stellen Sie sich das blanke Entsetzen.